Mit Spannung war sie erwartet worden, die Pressekonferenz, bei der die bisherige linken Politikerin Sarah Wagenknecht Einzelheiten über die Gründung ihrer neuen Partei bekannt geben würde. Dort bestätigte sie heute, das Bündnis Sarah Wagenknecht soll als Verein den Weg dafür ebnen. Und gemeinsam mit einigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern kündigte Wagenknecht zudem an, aus der Linkspartei auszutreten, weiterhin aber in der Bundestagsfraktion der Linken bleiben zu wollen. Am Vormittag muss sich Sarah Wagenknecht zunächst ihren Weg an Fotografen und Kameraleuten vorbeibahnen. Dann verkündet sie, was seit Monaten erwartet worden ist: die Gründung einer eigenen Partei. Der erst kürzlich ins Leben gerufene Verein Bündnis Sarah Wagenknecht soll das in den kommenden Monaten vorantreiben. Aus der Linken ist Wagenknecht am Morgen gemeinsam mit 9 weiteren Bundestagsabgeordneten ausgetreten. Wenn eine Partei, die immerhin noch vor einigen Jahren 9 bis 10% der Wählerinnen und Wähler erreicht hat, jetzt unter die 5%-Hürde fällt, dann ist das natürlich schon ein Ausweis dessen, dass zumindest die Ausrichtung dieser Partei bei den Wählerinnen und Wählern nicht mehr ankommt. Im Januar soll aus dem Wagenknecht-Verein eine Partei werden. Inhaltliche Schwerpunkte sind soziale Gerechtigkeit und eine, wie Wagenknecht es nennt, Wirtschaftspolitik mit Vernunft. Deutschland ist ein rohstoffarmes, exportstarkes Land. Und ein großer Teil unseres Wohlstands hängt daran, dass wir eine sehr hohe industrielle Wertschöpfung haben. Aber wir haben uns mit den Wirtschaftssanktionen von preiswerter Energie abgeschnitten. Bis zur Gründung der neuen Partei wollen Wagenknecht und die anderen Mitglieder ihres Bündnisses Teil der Linksfraktion im Bundestag bleiben. Der Linken-Chef fordert sie hingegen auf, ihre Mandate niederzulegen. Das würde im Übrigen auch die Existenz der Fraktion sichern. Deswegen verlangen wir das und erwarten wir, dass die heute ausgetretenen Abgeordneten ihre Mandate zurücklegen, damit der Bestand der Bundestagsfraktion, die Linke und die damit verbundenen Arbeitsplätze der Beschäftigten gesichert sind. Die neue Wagenknecht-Partei soll erstmals zur Europawahl im nächsten Jahr antreten. Ob das auch bei den 3 ostdeutschen Landtagswahlen der Fall sein wird, ließ Wagenknecht noch offen. Über die anstehende Parteigründung von Sarah Wagenknecht und ihren Verbündeten spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder. Er hat die Professur für das politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Uni Kassel inne. Guten Tag, Herr Schröder. Ja, schönen guten Tag. Sarah Wagenknecht und ihre Verbündeten planen also die Gründung einer neuen Partei. Ist die klassische Linke in Deutschland damit am Ende? Ja, es sieht so aus, dass die Linkspartei am Ende ist. Das geht aber nicht einfach nur auf die Gründung von Sarah Wagenknechts eigener Partei zurück, wenn sie denn im nächsten Jahr stattfinden sollte, sondern es ist ja ein längerer Prozess der Selbstentmachtung, der da stattgefunden hat, der selbstverantwortet ist. Und da ist, wenn man so will, die in Aussicht gestellte Gründung ist so ein letzter Ziegelstein im Abbau dieser Partei. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, wie es sich noch als Verein nennt, will, ich zitiere, eintreten für alle, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, aber hart arbeiten. Auf welches Wählerklientel schielt denn da die angehende Partei? Ja, das ist so die Idee. Es gibt in Deutschland eine rechtspopulistisch bis rechtsextreme Partei, die bietet einen restriktiven Kurs in der Migration mit einer starken Orientierung an Traditionen, am Nationalstaat bis in den Nationalismus an. Und unter den Anhängern und Wählern dieser Partei, vermutet man, gibt es aber viele, die wollen gleichzeitig ein umfassendes Sozialprogramm haben, so wie wir es beispielsweise in Polen erlebt haben mit der PiS-Partei, die ja auch sehr intensiv in der Sozialpolitik war und illiberal in der Migrations- und Nationalstaatsöffentlichkeitspolitik. Das ist sicherlich nicht das Programm von Wagenknecht direkt, aber ist der Versuch, auf der einen Seite konservative und auf der anderen Seite linke Dimensionen zusammenzubringen und damit eine Alternative zur AfD und auch wohl eine Alternative zur Linkspartei anbieten zu können. Das deckt sich ganz gut mit dem, was der linken Politiker Gregor Gysi gesagt hat über den wahrscheinlichen inhaltlichen Kern der Wagenknecht-Partei. Er sagte, Sozialpolitik wie die Linke, Wirtschaftspolitik wie unter Ludwig Erhard und Flüchtlingspolitik wie die AfD. Ist das typisch plakativ Gysi-Sprech oder würden Sie das unterschreiben?
Ja, das kann man schon so, wenn man die bisherigen Äußerungen nimmt, als eine Grundorientierung sehen. Und daran sehen Sie ja auch schon, das ist alles noch sehr artifiziell. Da kann man noch wenig sagen, wie das wirklich dann in den jeweiligen Milieus wirken kann. Man kann sogar vielleicht sagen, es gibt ja eigentlich bislang noch kein Milieu, das für diese Partei geschaffen wäre. Und wenn man den Blick ins nächste Jahr richtet, dann ist es natürlich sehr verheißungsvoll, die Europawahlen ins Visier zu nehmen, weil doch braucht man nur eine Zustimmung von 0,75%. Das ist sicherlich gut schaffbar und damit hat man schon mal eine erste Parlamentarisierung hinbekommen. Sie sprechen schon den ersten Milestone an dieser neuen Partei, die Europawahl 2024 in gut einem halben Jahr. Ist es überhaupt möglich, in so kurzer Zeit Parteistrukturen zu etablieren? Ja, das ist eine gute Frage von Ihnen, weil das deutsche Parteiengesetz setzt in der Tat hohe Anforderungen an eine Neugründung. Man muss flächendeckend präsent sein, man muss ein Programm haben, man muss auch die innerparteilichen Strukturen demokratisch gestalten können. Man muss auch Transparenz über die Herkunft der Gelder geben können. Das sind also schon eine ganze Reihe von Fallstricken, die nicht so ohne weiteres zu bewältigen sind. Und dann muss man denken, bei einer solchen Partei gibt es natürlich auch viele Fellow Traveler, die das nutzen wollen, um ihre eigenen politischen Geschäfte zu machen, also extreme Persönlichkeiten. Und da wird die Partei auch einige Mühen haben, wenn sie denn gegründet wird, diese Menschen vom Zugang zur Partei abzuhalten. Also viele Hindernisse auf dem Weg zu einer Gründung und erst recht viele Hindernisse auf dem Weg zu einer nachhaltig starken Partei. Abschließend, wie schätzen Sie das ein? Ist die Marke Sarah Wagenknecht stark genug, um nennenswertes Wählerpotenzial zu heben? Ja, die Verheißung zu personalisieren, die kommt ja sehr stark durch den Blick ins Ausland. Wir hatten das bei Macron, der eine persönlichkeitsorientierte Bewegung in Kraft gesetzt hat und damit sehr erfolgreich war. Wir haben das in Österreich mit Kurz gesehen. Und in Deutschland gibt es das nur in einer rudimentären, bisher gescheiterten Form beim Team Todenhöfer. Aufs Ganze betrachtet kann man sagen, dass der Versuch einer Personalisierung über eine Person Pro und Kontras hat. Also diejenigen, die das toll finden, die werden kontrahiert und bekämpft von denen, die das schlecht finden, weil sie vielleicht die Idee gut finden, aber die Person nicht. Also insofern ist das noch nicht eindeutig ausgemacht. Und ich würde eher sagen, dass sich da die Dinge die Waage halten. Am Anfang kann das durchaus einen Aufmerksamkeitspunkt geben. Ob wir es wirklich mit einer nachhaltigen Parteigründung dann zu tun haben werden, das ist eine sehr, sehr offene Frage. Auf jeden Fall die Potenziale, die immer wieder ins Spiel gebracht werden, 20-27%, das ist vollkommen überhöht und hat nichts mit den realen Möglichkeiten einer solchen Parteigründung zu tun.